Ja, hallo an alle. Heute in dem Video geht es darum, wie komme ich günstig in Thailand an Bargeld ran oder wie wechsle ich günstig das Geld. Ich weiß natürlich, die Leute, die schon länger hier sind, die wissen das natürlich, wie man das am besten macht. Aber es geht natürlich auch darum, um die Touristen, dass die wissen, wie man hier an Bargeld günstig rankommt. Oder auch an Neulinge hier in Thailand, wie überweise ich mir günstig Geld von Europa oder aus dem Dachraum hier nach Thailand. Es gibt natürlich sehr viele Wege, wie man hier in Thailand an Bargeld herankommt oder wie man Bargeld wechselt. Das ist natürlich immer so, aber ich zeige euch hier mal jetzt die besten bzw. die erprobten, die eigentlich bis jetzt immer ganz gut funktioniert haben. Was natürlich die einfachste und günstigste Methode ist, wenn man jetzt zum Beispiel als Urlauber hierher kommt nach Thailand, dann ist es am einfachsten, man bringt Bargeld von Deutschland oder Österreich oder Schweiz, woher auch immer, bringt man das Bargeld hier mit und wechselt es dann in eine der Wechselstuben hier. Was man auf gar keinen Fall machen darf, ist schon von der eigenen Hausbank in Deutschland zum Beispiel das Geld dort schon umzutauschen und dann in Thai-Baht hier mitzubringen, weil das ist so ziemlich sicher wie das Amen in der Kirche, dass das ein ganz schlechter Wechselkurs ist und dass man das lieber lassen sollte. Ja, wenn man Euros oder Schweizer Franken, was auch immer, hier mit nach Thailand bringt, ist es natürlich auch sehr einfach, gleich in Bangkok am Flughafen Geld zu wechseln. Das ist da natürlich möglich. Da gibt es also genügend Wechselstuben oder auch Banken, die auch gleich am Ausgang, wenn man aus dem Flugzeug herauskommt, dort sind, wo man eben gleich Euros oder andere Währungen eben in Thai-Baht tauschen kann. Die gleich am Ausgang sind, die Wechselstuben oder Banken, die bieten natürlich nicht den besten Wechselkurs an. Deswegen ist eigentlich allgemein bekannt, dass man in Bangkok ganz nach unten fährt, in die unterste Etage, das ist glaube ich Etage B. Und dort gibt es noch reichlich Wechselstuben, die einen wesentlich günstigeren Kurs eben haben, wie zum Beispiel ja, Super Rich oder Happy Rich, um jetzt nur mal zwei von den bekanntesten zu nennen. Die findet man ganz unten in der Ebene B, wenn man zur Bahnstation geht. Im Laufe des Videos verrate ich natürlich auch, wie man es noch etwas günstiger gestalten kann. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Ja, die nächste Methode ist, wem Bargeld mitzubringen zu heikel ist, sich hier an einem Geldautomaten zu bedienen mit seiner eigenen Kreditkarte oder mit seiner EC-Karte von seiner Hausbank zu Hause. Das geht natürlich auch. Diese Karten werden hier natürlich an den Geldautomaten auch akzeptiert. Ja, dabei gibt es leider so den einen oder anderen Haken und ich bin zum Geldautomaten gegangen und habe das selbst ausprobiert und das zeige ich euch jetzt mal in einem kurzen Video. So, hier sind wir jetzt an einem Bankautomaten von der Kasikon Bank und ich zeige euch jetzt mal, wie man hier das Geld entnimmt bzw. welche Besonderheiten es gibt. So, die Karte rein, dann die PIN-Nummer. So, und dann kann man hier die Sprache auswählen. Wir ändern die Sprache von Thailändisch in Englisch. So, die Auszahlung ist Cash Withdraw. So, und hier kann man jetzt die Summe auswählen. Wir nehmen mal 1000 Baht. So, und dann zeigt einem der Automat hier an, 1000 Baht bekomme ich 27,43 Euro und der Wechselkurs hier ist 36,71. So, jetzt zur Zeit, der Wechselkurs liegt bei 39,6. So, dazu kommt noch die Servicegebühr von 220 Baht, die abgezogen werden. Das heißt, ich bekomme 1220 Baht werden abgezogen und das sind umgerechnet dann 33,22 Euro. So. Also, man sieht, es ist teuer. So, und eine Besonderheit ist, dass hier zuerst das Geld aus dem Automaten kommt und dann eben die Karte. Also, denkt daran und vergesst nicht eure Karte, weil dann könnte es ein größeres Problem geben. Mit einer ausländischen Karte, wie zum Beispiel einer EC-Karte, ist das Limit 20.000 Baht, was man hier maximal pro Tag aus dem Geldautomaten herausbekommt.
Geldautomaten findet man natürlich auch relativ einfach hier. Einmal natürlich bei allen großen Banken und als zweites, eigentlich hat so jeder 7-Eleven einen Geldautomaten, entweder draußen vor der Tür oder innen drinnen im Geschäft. Und diese 7-Eleven, die gibt es ja hier en masse, die sind ja alle gefühlte, alle paar hundert Meter hier vorhanden. Also ist es da auch nicht schwierig, da einen Geldautomaten zu finden. Ja, wie ihr hier im Video eben gerade schon gesehen habt mit dem Geldautomaten, da ist es natürlich so, dass auch der Kurs, der Wechselkurs etwas schlechter ist. Und es ist natürlich so, dass zu den Gebühren hier in Thailand vielleicht auch noch Gebühren von der Bank in Deutschland dazu kommen. Das hängt natürlich von eurer Bank ab und den Konditionen. Da kann es also durchaus mal passieren, auch jetzt zum Beispiel mit der Kreditkarte, dass da eben ja Auslandsgebühren fällig werden, weil ihr die Karte eben im Ausland eingesetzt habt. Wer es nicht schafft, in Bangkok schon beim Flughafen zu wechseln, in einer Wechselstube, der kann das natürlich auch überall hier in den größeren Städten machen. Also Wechselstuben gibt es ganz viele und wie Sand am Meer. Hauptsächlich natürlich dort, wo es auch viele Touristen gibt. Aber da lohnt sich natürlich der Vergleich auch. Die Kurse sind auch dort nicht alle gleich. Manche haben auch noch eine Wechselgebühr, manche haben keine Wechselgebühr, aber diese Sachen, Service Fee is free, steht meistens draußen dran. Dann habt ihr da auch keine weiteren Wechselgebühren mit. Also der Vergleich lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die nächste sehr gute Möglichkeit, die sich natürlich für Thailand-Auswanderer natürlich wirklich richtig lohnt oder richtig günstig ist. Aber das wissen die meisten Auswanderer natürlich auch. Aber diese Methode kommt natürlich auch für Touristen in Frage, die hier, weiß ich nicht, 2-3 Wochen bleiben und sich wirklich ein paar Euro mit Wechselgebühr und so weiter sparen wollen. Und diese Methode stelle ich euch jetzt vor. Und zwar handelt es sich dabei um Wise oder Wiese. Diese Methode oder diese Firma kennen natürlich die Auswanderer weltweit mit Sicherheit schon sehr gut. Und zwar ist das eine Firma, bei der man ein Bankkonto machen kann und dort einen wirklich sehr, sehr günstigen Wechselkurs bekommt und natürlich auch eine Kreditkarte, mit die man halt weltweit benutzen kann. Diese Methode zeige ich euch jetzt gleich nochmal auf dem Bildschirm hier und dieses ermöglicht natürlich auch Geld abzuheben oder auch im Ausland zu bezahlen in über 80 Ländern auf der ganzen Welt, also das betrifft nicht nur Thailand. Ja, vorab nochmal den Link für die Internetseite Wise oder Wiese, den packe ich euch mit unten in die Videobeschreibung hinein. Wenn ihr diesen Link benutzt, dann werden euch bis zu einer Überweisung von 500 Euro werden euch keine Gebühren berechnet. Ja, und der Witz an der Sache ist, dass es bei Wiese, das ist ein Multiwährungskonto. Das heißt also, man kann in allen erdenklichen Währungen dort Konten eröffnen. Das muss auch nicht eins sein, das können auch mehrere sein. Das spielt also gar keine Rolle. Der Vorteil hier ist jetzt ganz einfach. Man eröffnet dort ein Konto, als Beispiel jetzt hier für uns, ein Konto in Thaibaht und zahlt von seiner Hausbank auf dieses Konto Geld ein. Und wenn der Wechselkurs gut steht, was bei Wise oder Wiese hier eigentlich immer der Fall ist, also die haben extrem gute Wechselkonditionen, dann wechselt man diese Euro in Thaibaht und hat dann ab sofort das Konto in Thaibaht. So, dazu gibt es eine Karte, eine Kreditkarte. Und mit dieser Karte kann man dann weltweit auch bezahlen. Das heißt also, ihr habt schon ein Konto, wo Thaibaht verfügbar sind und könnt dann hier in Thailand mit dieser Wiese-Karte eben bezahlen oder am Geldautomaten eben auch Geld abheben. Und das natürlich vorab schon in einem super günstigen Wechselkurs, den ihr ja schon vorher gemacht habt. Ja, diese Kreditkarte kann man vorab auch schon bestellen. Wenn man die Plastikkarte möchte, dann kostet die einmalig 6 Euro und ist dann weiterhin gebührenfrei. Oder es gibt auch eine digitale Karte, die einem hier dann zur Verfügung steht und die ist natürlich dann kostenfrei. Also, wer also dieses Jahr vorhat, in den Urlaub zu fahren, ist ja eigentlich ganz egal wohin, weil diese Wise oder Wiese unterstützt 80 verschiedene Länder und Währungen in der ganzen Welt. Und der am besten jetzt schon das Konto eröffnen, weil der Urlaub ist nicht mehr so weit weg
Und wenn das Konto eröffnet ist und man Euros schon eingezahlt hat, braucht man nur noch den Wechselkurs im Auge zu behalten und dann eben die Euros in die jeweilige Landeswährung zu tauschen, die man eben braucht. Ja, das ist nicht nur Multivährungskonto, sondern mit Visa oder Weiß kann man auch sehr, sehr günstig Geld in alle anderen Länder überweisen. So, hier bei Weiß oder Visa zeige ich euch das jetzt mal ganz kurz, wie man hier schnell ein Konto eröffnen kann. Also hier sind die ganzen Währungen verzeichnet, was man eben haben möchte. Und ja, wie ihr seht, sind hier also wirklich etliche verschiedene Währungen eben drinne, über die man eben ein Konto bei Weiß online eröffnen kann. Und das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Und schon ist man da auf der sicheren Seite mit irgendwelchen nachträglichen Wechselkursen und so weiter und so fort. Ja, das war's für heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.